Ein Jahrhundertgesetz wird verabschiedet, Wutausbrüche, die Union wittert Manipulation. Empörung, Protest, Tumult. Ganz spontan, so schien es. Bis einer auspackt, der es wissen muss, Saarlands Regierungschef Peter Müller. Zwei Tage nach der Abstimmung eine Enthüllungsrede im Staatstheater Saarbrücken. Nur ein Tonband lief mit. Politik als Staatsschauspiel. War das nicht am Freitag so? Am Freitag gab es mindestens zwei Drehbücher. Und vielleicht besteht Politik manchmal auch in der Auseinandersetzung darüber, welches Drehbuch sich am Ende dann durchsetzt und nach welchem Drehbuch verfahren wird. Donnerstag, 20 Uhr. Treffen der SPD-Führung. Bundesratspräsident Wovereit bastelt bereits an einer Strategie, um das Zuwanderungsgesetz durchzupauken. Die SPD schreibt an diesem Abend ein Drehbuch, hart am Rande des Verfassungsbruchs. Die Autoren geben sich ahnungslos. Da müssen wir uns morgen überraschen lassen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was morgen früh rauskommt. Donnerstag, 22 Uhr. Auch die CDU-Führer treffen sich. Ein Lächeln für die Kameras, dabei kochen sie vor Wut. Denn Wovereit, heißt es, will tricksen und das Nein der Brandenburger CDU aushebeln. Die Unionspolitiker sind empört, schreiben jetzt auch ein Drehbuch. Ihr Problem? Da war kein Journalist dabei. Also müssen Sie diese Empörung dokumentieren. Das haben wir dann gemacht. Und da kann man natürlich sagen, das ist Theater. Ja, das ist Theater. Freitag, 9.30 Uhr. Das Theater im Bundesrat. Jetzt kommt es auf eine einzige Stimme an, die von Jörg Schönbohm, CDU, Brandenburgs Innenminister. Von der Debatte kriegt er kaum was mit. Ständig bearbeiten ihn Parteifreunde, zerren ihn von einer Kungelrunde zur nächsten, schwören ihn auf das Drehbuch ein. Sein Tischnachbar Manfred Stolpe zählt heimlich mit. 18 Mal ist Schönbohm unterwegs. Sind Politiker Schauspieler? Antwort: Ja. Ja. Politik ist Theater. Wer kommunizieren will, darf wenig informieren. Wenn das so ist, dann müssen Sie Nachrichten produzieren. Und ohne Theater keine Nachricht. Und je mehr Theater, umso größer die Chance, dass eine Nachricht entsteht. Berlin? Dann die Abstimmung. Brandenburg? Ja. Nein. Brandenburgs Ja kommt nicht von Stolpe, sondern vom Mann dahinter, vom SPD-Minister Alwin Ziel. Eine listige Strategie. Denn hätte Stolpe mit Ja und dann Schönbohm mit Nein gestimmt, wäre Brandenburgs Votum gesplittet und damit ungültig. So aber kann Wovereit zur Klärung den Regierungschef befragen und die SPD-Mehrheit retten. Alles nach Drehbuch. Grundgesetz. Danach können Stimmen eines Landes nur einheitlich abgegeben werden. Ich frage Herrn Ministerpräsidenten Stolpe, wie das Land Brandenburg abstimmt. Was kaum jemand wusste, Schönbohm hatte nur ein Nein im Köcher. Denn der ausgebuffte Stolpe hatte gedroht, beim zweiten Nein würde er Schönbohm entlassen. Deshalb Schönbohms Ausweichmanöver. Ich kenne meine Aufgabe, Herr Präsident. Damit stelle ich fest, dass das Land Brandenburg mit Ja abgestimmt hat. Soweit das Drehbuch der SPD. Nun hat Roland Koch seinen Oscar-verdächtigen Auftritt. Bitte sehr, Herr Koch, ich bitte Sie, sich auch zum Mäschen. Ja. Ganz spontan wird er danach behaupten, 25 Mal donnert seine Faust aufs Pult. Also nochmal. Minutenlanger Tumult im Bundesrat, auch Kochs Mitstreiter kennen ihr Drehbuch. Die dort geäußerte Empörung entstand nicht spontan. Die Empörung haben wir verabredet. Auch Wovereit hält sich ans Drehbuch, freilich an das der SPD. Fragt Stolpe ein drittes und letztes Mal. Ich kann auch Herrn Ministerpräsidenten Stolpe noch mal fragen, ob das Land noch Klärungsbedarf hat. Herr Ministerpräsident Stolpe. Stolpe sagt wieder Ja und diesmal ganz ohne Widerspruch. Denn Schönbohm muss schweigen, wenn er sein Ministeramt behalten will.
in der Abstimmung fortzufahren. Die Union tobt und hält sich auch sonst strikt an die eigenen Regieanweisungen. Wie am Vorabend beschlossen, verlassen die CDU-Politiker den Saal. Freitag 16.15 Uhr, ganz spontan angeblich auch das Straßentheater vor dem Bundesrat. Die junge Union, wie zufällig bewaffnet mit Flugblättern, gleich nach der Abstimmung. Drinnen dann die üblichen Sprechblasen. Natürlich sei es nur um die Sache gegangen. Natürlich hätten nur die anderen getrickst. Ich halte es für einen. Nur Peter Müller hat Zweifel an Schmierenkomödien wie dieser. Selbst optimal inszeniertes politisches Theater wird auf die Dauer vernünftige Inhalte nicht ersetzen können. Dessen sollte sich die Politik bewusst sein. Auf Dauer können sie sogar in der Politik eine Schlaftablette nicht als Vitamintablette verkaufen. Vielen Dank.